Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Es geht weiter mit der Story. Das letzte Mal haben wir ja hier dieses schicke Haus bekommen und sind jetzt vollwertiges Mitglied der Yakuza, so gesehen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir heute so machen werden. Dafür gehe ich gleich mal auf die Karte. Drogenrazzia haben wir gleich hier. Und ein Rennen. Martial Arts Club, Fahrzeugladen. Ich würde sagen, die zwei Dinge hier können wir ruhig kurz machen. Ich will ja immer so ein bisschen eine Waffe haben wir nicht. Das ist, glaube ich, hier. Ja, hier, wo es Waffen hat. Es ist nicht so, dass wir bei einem Polizeiauto Waffen bekommen. Ich wollte vorhin gerade sagen, ich will ja eigentlich ein bisschen. Hey, what can I do for you? Eine gute Mitte finden zwischen Story und auch. Nebenmission, genau. So geht's auch. Eine Pumpgun. Damit sollten wir klarkommen. Zielsicherheit ist null. Komm schon! Gut. Alter. Was für ein Gemetzel. Ah, Kamera haben wir schon gehackt, okay. Auch gut. Dann hier zum Rennen gleich. Ja, High Roller. Let's go. Ja,
Auto sieht jetzt schon völlig ramponiert aus. Aber wie immer sollte das ja kein Problem sein. So rennen zumindest nicht mehr eigentlich. Da wir ziemlich schnell einen großen Abstand bekommen von den anderen. Gleich 50% geschafft. Da hätten wir jetzt abkürzen können. Aber spielt eigentlich ja keine große Rolle. Dieser Abstand völlig ausreichend ist. Und das war's dann auch schon, nice. Ja, Ansehensstufe kriegen wir nicht mehr weiter nach oben. Wo sind wir jetzt gelandet? Okay, ganz woanders. Martial Arts Club. Gibt, glaube ich, 5 Stück. Oder irgendwie so in diese Richtung. Aber wir können ruhig noch schnell hier diese Gefälligkeit machen. Denn das würde ich schon gerne machen, auch wenn es keinen Sinn mehr groß ergibt. Wieder so ein Parkour? Yes. Sorry, ich muss da durch. Holy shit. Aber das reicht. Nice. Gibt's hier irgendwas Spannendes, Interessantes, ein Tresor oder irgendwie sowas? Wenn man hier sonst nie hinkommt. Und da sehe ich gerade irgendwas. Blinken. Ich glaube, den Schrein haben wir schon. Glaube ich zumindest. Ja,
sonst würde er, glaube ich, mehr blinken. Ja, den haben wir schon. Okay. Auch gut. Den Tresor haben wir auch schon, die spielen keine Rolle mehr, die Leute. Daher würde ich sagen, der Martial Arts Club ruft nach uns. Den wir hier dieses Auto geklaut haben. Ich habe jetzt eine längere Zeit nicht mehr gespielt, aber es sollte eigentlich kein Problem sein, da wieder irgendwie groß reinzukommen. Schätze ich mal, hoffentlich. Okay, hier waren wir auch schon. Hier war doch der Tatort. Moin! Sicherlich. Runde 1 erledigt. Läuft ziemlich gut. Immer schön Konter nicht vergessen. No, 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 no! Lass mich los! Okay. Das sieht jetzt weniger gut aus. Come on. Okay, ich muss kontern. Sonst wird das nichts. Und hat wahrscheinlich mega meinen Controller.
Aber geht nicht anders. Das war knapp. Okay, wait. Ich muss da doch ganz kurz bei den Upgrades nachschauen. XX halten. Angriff nach einem Tackling ABX. Ich kann mir das Zeug niemals merken nehmen. Okay, Leute, betäuben X, X und X halten. Beinbrecher Griff Combo B, X und X halten. A, X, X. Wenn ein Gegner zurückwirft, B und Y. Komm schon! So. War das bitte die letzte Runde? Alter! Ja moin! So, X, X halten. Ich muss die scheiß Gegner hier wegbringen. Komm schon! Junge! Wie viele das sind! Zwei auf einen Schlag ist immer gut. Das muss jetzt aber reichen. So. Waschen. Gegen den kommt niemand an. Nice. Gefälligkeit erledigt. Ist zwar keine Gefälligkeit, aber 150.000. What? $150,000.
Love is love. Adios.